Guten Morgen, meine Herzchen. Die erste Nacht ist überstanden. Ich habe noch eine komische Stimme. Konnten nicht so gut einschlafen, gestern alle beide nicht. Aber haben dann heute dafür bis um 9 geschlafen. Das war schön. Ich war 6 Uhr noch was schon mal wach. Und habe mich dann aber noch mal hingelegt und konnte dann auch mal einschlafen, weil wir haben ja jetzt richtige Rollläden, die wir runterlassen können und dunkel machen können. Hier sieht es aber noch chaotisch aus. Chaos, Chaos, Chaos. Aber ich versuche das heute so weit wie es geht, alles fertig zu machen. Und ich will jetzt auf jeden Fall erstmal frühstücken, weil ich habe Hunger. Heute Nachmittag hole ich die Hunde und Romy ab. Meine Mutti bringe ich gleich mit her, dass er auch mal gucken kann. Und die wird dann von meiner Schwiegermutti abends wieder zurückgefahren. Und bis dahin will ich hier alles schick haben. Markus baut gerade Romys Schränke zusammen, dass ich die einräumen kann. Und ich räume hier mal noch die restlichen Kartons ein für Sideboard und so weiter. Und dann ist es ja alles nur noch kleiner Scheiß, der irgendwo rumliegt, den man irgendwo hinmachen muss. Und ja, aber jetzt gibt's erstmal Frühstück. So. Frühstück auf dem Balkon. Ey, scheiß Boko, wa? Ich mach ein Video, ich rede nicht mit dir, falls du es jetzt wieder denkst. Haben wir einen neuen Kleiderschrank geholt für Romy und der ist überall die ganzen Türen und alles angebrochen. Kann man also nicht aufbauen. Was machst denn du jetzt? Ich hole ihn auf. Wieso? Das müssen wir zurückgeben. Nee, die Tür nehmen wir nur zurück. Den Schrank kriegst du nicht zurückgebracht. Die in der Tür müssen wir stellen und nachliefern. Na ja, dann habe ich schon mal einen Schrank, aber ohne Tür. Die Tür baue ich ein. Die zeige das Foto. Die baut ja erst ab, wenn die neu da ist. Ich habe aus dem Schrank nicht 4 Wochen ohne Tür. Das ist ganz dauer. Gut, ich dachte, jetzt haben wir schon einen kleinen Kleiderschrank, aber Regal haben wir auch noch nicht, weil das musste ja bestellt werden. Das ist aber jetzt da, das müssen wir dann nochmal abholen. Werden wir dann sicherlich Montag machen, oder ich. Und Spielzeug kann ich jetzt noch nicht einsortieren, weil das Regal noch nicht da ist. Nur in ihre Krabbelpisten. Also die Dusche habe ich halt auch eingeweiht. Also mein Freund hat schon geduscht, aber ich noch nicht. Also es ist irgendwas komisches verstellt, also es geht gar nicht. Da stellst du rüber auf warm und dann ist es trotzdem erstmal Ewigkeiten kalt. Und dann kommt es plötzlich ganz heiß, dann stellst du es wieder zurück, bleibt es übelst lange heiß. Und dann wird es irgendwann wieder ganz kalt, also keine Ahnung, das hat keinen Spaß gemacht. Da müssen sie mal noch was machen. Bin gerade ein bisschen niedergeschlagen. Wird wahrscheinlich gar nichts fertig sein, wenn wir Romy herholen, also ihr Kinderzimmer nicht, weil wir hatten da so einen großen weißen Schrank geholt für sie als Kleiderschrank, aber irgendwie ist da alles krumm und schief, also die Schranktüren gehen nicht mal zu und das war ja der, wo auch noch alles abgeplatzt war. Und von der gleichen Machart haben wir noch eine Kommode, die will er jetzt gar nicht erst aufbauen, weil er denkt, dass auch eh alles nicht passt. Und das Regal ist ja eh noch nicht da, weil wir das abholen müssen. Also habe ich weder Schrank noch Kommode noch irgendwas. Und ich hatte mich eigentlich gefreut, dass alles steht und hübsch ist, wenn sie kommt und dann guckt und sich freut. Aber naja, so kann es gehen. Wenn man zu billig kauft, dann ist es wahrscheinlich, hat es wahrscheinlich auch keinen Zweck. Naja, mal gucken. So, geht's voran. Er hat das doch aufgebaut und hat die Türen so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung wie, aber jetzt ist hier übelst das Spaltmaß und so und die Tür wollen wir hier austauschen, weil es geht gar nicht. Und da ist die Kommode, das Bett. Und ich räume jetzt hier alles raus, dann sauge ich, wische ich und dann kann ich so das Spielzeug ein bisschen einsortieren, auch wenn das Regal noch nicht da ist.
Hier haben wir so grüne Regale dran. Na, eh normales. Und jetzt mache ich hier sauber. So, jetzt wird, ihr versteht mich immer nicht, wenn ich Auto fahre. Jetzt wird Pippi abgeholt und die Möpse. Kinderzimmer ist halt jetzt soweit, wie wir es machen konnten, fertig. Und morgen holen wir das Regal, dann können wir noch das Regal hinstellen. Und ich brauche noch ein paar Kisten, wo ich ihre Bettwäsche und sowas reinmache. Beziehungsweise ihre Babydecken, die habe ich jetzt noch auf dem Schrank liegen. Und ja, dann gucken wir mal, was Pippi dazu sagt. Ne? Ich habe eine neue blöde Angewohnheit, ich mache immer so bescheuert. Das gewöhne ich mir jetzt wieder ab. Romy, was macht Romy? Sie rennt natürlich gleich auf die Schaukelpferde. Nee, das ist überall rumgelaufen und hat geguckt und dann zu dem Pferd und es geht wie verrückt los. Oh, meinst du, dass das was ausmacht? Ja. Das wird nicht reichen. Romy hat sich nämlich eben halb auf die Nase gelegt, wenn ich nicht die Hand drunter gehalten hätte, nach vorne weg. Das wäre es passiert, das kenne ich nicht. Und so, jetzt kannst du schaukeln. Schaukelt jetzt nicht, wir müssen mal ein größeres holen, Markus, das war klar. Mensch, hast du schick hier. Oh. Und ist noch nicht fertig. Gucke hier, das sind die Taschenschirmer und dann kommt da halt so ein Regal. Da können wir die da einsortieren. Hast du doch lila und grün niedlich? Ja. Schön. Und ich weiß nicht, was sagst du, kann man hier so eine, das so lassen oder Bordüre? Oder sieht das unfertig aus? Also, man kann es so lassen, aber die Idee, da noch eine einfarbige Bordüre hinzuhauen. Ja, aber man findet die so schlecht. Ich will es mit Muster. Also, wenn, dann müsste es ganz dezent sein. Na, Schatzi, gefällt dir das? Was? Sie hat eine schöne Farbe, das ist so ein Umfall, also so als moderne Küche. Ich stehe mehr auf dem Landhauszeug, aber das wäre schön. Vorsicht, Schatz, das ist aus Glas. Ja, das kann ich da nicht hinstellen. Mein Gummibär. Stelle ich den mal hin, wo du nicht rankommst. Hier aufs Regal. Ist das cool hier, Schatzi? Und hier kommt dann halt noch das Regal hin, wo man die Faltboxen einsortieren. Das holen wir morgen ab. Oh, Schatz, das ist so süß. Ja, dein Bettchen. Oh je. Yeah. Na, mal gucken, wie das jetzt klappt mit dem Schaukeln. Schaukeln? Jetzt willst du nicht mehr, wa? Na, Mobbies, was sagt ihr? Was sagst du? Habt ihr gesaugt und gewischt? Ja. Na, also nicht ist auch so ein Teppich, da wollte ich den Teppich doch noch nicht hinlegen. So, da hat er nur die Wüste nicht gelegt. Nee, lauf, nee, lauf nicht. Die Treppe da hier für ihr Platz, oder? Ja, genau. Da steht doch der Schuh, der kann noch stehen bei der Ecke. Wir müssen dann noch die Deko-Schals anbringen. Ja, schon genau mit ihr. Mist, ich habe mich gerade geärgert. Wir waren gerade schön draußen, alle Mann. Meine Mutti, Schwiegermutti, Markus, Romy, ich, die Hunde und in dem Park draußen, der hier direkt daneben ist. Aber ich habe die Kamera vergessen mitzunehmen. Nein, war alles dafür. Dann haben wir keine Waffelbecher. Ich habe heute Schokobecher. Ja, ist besser. Schoko ist besser. Jetzt gibt es ein Eierlikörchen. Mein Lieblingssuppe. Die waren wirklich sehr überrascht. Hast du den geschüttelt vorher? Nö. Oh, das kann ich aber nicht leisten. Ich muss den aber vorher schütteln. Die werde ich gleich waschen. Ich brauche mal noch, wie gesagt, oh, ich habe mir irgendwas verklemmt. So ein Einsatz für die Dusche, so eine Faltwanne bestelle ich noch auf jeden Fall. Aber meine Mutti hatte sie jetzt zweimal hintereinander gebadet. Romy schaltet gerade um.
erste Nacht wird. Ja. Gut, dann sage ich für heute, winke, winke.